Jetzt aufgepasst, dieses Geräusch kennt ihr sicher alle. Ja, herrlich. Wenn es so klingt, wenn ihr bremst, dann eigentlich nur aus zwei Gründen. Entweder ihr fahrt gerade im Regen und eure Scheibenbremse ist einfach nur nass geworden. Oder aber es ist Schmutz auf euren Bremsbelägen gelangt. Wenn wie im ersten Fall die Belege einfach nur nass sind, dann löst sich das Problem eigentlich von selbst, sobald diese wieder getrocknet sind. Sollte aber wie im zweiten Fall die Ursache Schmutz von der Straße sein, dann löst sich das Problem leider nicht von selbst. In der Regel wird dann oft zu der Maßnahme gegriffen, die Bremsbeläge direkt auszutauschen. Wer regelmäßig von euch mit dem Fahrrad unterwegs ist, weiß einfach, wie schnell die Dinger wieder dreckig werden. Und jedes Mal komplett auszutauschen, ist nicht nur super nervig, sondern irgendwann auch ein bisschen kostspielig. Und aus diesem Grund habe ich jetzt folgenden Bikehack für euch. Versucht das Problem zu lösen, indem ihr die Bremsbeläge einfach abschleift. Dafür benötigt ihr nur ein feines Schleifpapier mit einer Körnung zwischen 100 und 150. Wichtig beim Abschleifen ist, dass die Beläge plan aufliegen, sodass die Oberfläche gleichmäßig abgetragen wird. Außerdem solltet ihr daran denken, gleichzeitig die Bremsscheiben mit einem geeigneten Reiniger zu säubern, sonst sind die Beläge gleich wieder schmutzig. So löst ihr das Problem des Quietschens, ohne die Beläge komplett wechseln zu müssen. Sollte sich aber Öl oder andere Schmierflüssigkeiten auf den Belägen befinden oder die Belege sogar verglast sein, dann funktioniert dieser Bikehack leider nicht und ihr kommt nicht drum rum, sie dann doch komplett auszutauschen. Wie man Bremsbeläge überhaupt ausgebaut bekommt, das zeige ich euch in einem meiner nächsten Videos. Darum folgt mir gerne, um auf dem Laufenden zu bleiben.